Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der GMC Home Office. Es steht natürlich auch die nächste GMC Fight Night an. Am 20. März soll es soweit sein. Und dort kämpfen unter anderem Islam Dulatov, aber auch Ömer Can kehrt zurück gegen Aiton Depepe. Und mit jenem Ömer wollen wir jetzt gerade sprechen. Mal schauen, ob es funktioniert mit dem Rüberziehen. Da ist er auch. Grüß dich, Ömer. Schön, dich zu sehen. Ebenso. Genau. Wie geht's dir aktuell? Wie fühlst du dich und wie hast du, ich sag mal, die letzten Wochen, Monate erlebt in dieser ein bisschen verrückten Zeit? Verrückt ist gut auf jeden Fall. Ja, also wir hängen ja alle irgendwie im selben Boot. Wir haben das Glück, dass wir noch ein bisschen trainieren dürfen. Und ja, das versuchen wir auszunutzen. Und man hatte halt jetzt die Möglichkeiten, mehr mit Trainern zu trainieren und weniger kleineren Gruppen. Hier in Hessen haben wir ja ein bisschen andere Bestimmungen. Ja, soweit ganz fit und kann es halt kaum abwarten, dass es endlich wieder losgeht. Das ist eine lange Zeit jetzt. Es wird halt Zeit. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Wie hast du generell die Zeit seit dem letzten Kampf vernommen und juckt es so ein bisschen in den Händen? Also spielt man als Kämpfer mit dem Gedanken, besonders in den letzten Monaten, wo so viel ausgefallen ist, coronatechnisch und in Deutschland sowieso nicht möglich war, dass man überlegt, wo kämpfe ich denn jetzt? Ist überhaupt was möglich? Soll ich ins Ausland wechseln oder versuchen, Kämpfe zu bekommen? Oder was geht einem so durch den Kopf? Ja, das ist halt eine schlechte Situation für jeden. Du kannst ja nicht einfach abbauen und weggehen, wenn du nicht die Möglichkeiten hast, so gesagt, und ob familiär, beruflich oder so, man ist ja gebunden. Abhauen zählt nicht. Ich bin Frankfurter, ich bleibe in Frankfurt, woanders gehe ich nicht hin. Ja, nee, so weggehen war nie im Sinne. Hier hat man halt immer gehofft, dass irgendwann mal die Leute halt endlich uns wieder zulassen, dass wenigstens Veranstaltung ohne Publikum stattfindet. Aber je nachdem, wie die Zahlen immer hoch und runter gehen, wusste man ja eigentlich mal von heute auf morgen nicht, was kommt. Und so haben wir uns halt immer versucht, fit zu halten, irgendwie unser Training zu machen in ganz kleinen Gruppen. Ja, und jetzt geht es zum Glück endlich wieder los. Ja, zum Thema wieder losgehen, bevor du jetzt beim aktuellen Stand bist, wo man in Anführungsstrichen trainieren kann mit ganz kleinen Gruppen, wie habt das denn die letzten, ich muss ja immer wieder sagen, die letzten Monate, Schrägstrich das letzte Jahr überbrückt oder was war denn überhaupt möglich? Oder musste man oder warst du gezwungen, quasi alleine alles irgendwie erstmal zu machen? Ja, muss sagen, ich habe vor Jahren mal in meinen Keller investiert, habe da mal ein paar Boxsäcke aufgehängt, Matten hingelegt und allem drum dran. Das hat mir sehr viel in der Überbrückungszeit geholfen, oft alleine natürlich, aber dann gab es halt ja die Zeit, dass die Profisportler bei uns in Hessen in kleinen Gruppen trainieren durften. Und also kleine Gruppen heißt dann Wie drei, vier lange Leute, ist das fünf her so in Leute. etwa? Also seitdem das jetzt sozusagen gewechselt wurde, dass das möglich ist? Was würdest du schätzen? Ja, zwischen den Lockdowns ist es passiert. Also nach dem ersten Lockdown war eh alles zu, konnten wir nichts. Da haben wir halt, wie jeder wahrscheinlich, wo das Wetter noch gut war und es zugelassen hat, draußen ein bisschen was gemacht. Im Freien, solange das Wetter gut war, Pratzen laufen, dass solange es zugelassen wurde, das und dann ansonsten halt immer, Gott sei Dank, im Keller ein bisschen Platz gehabt, da hängt ein Boxsack und da konnte man ein bisschen was alibimäßig, sage ich mal, machen. Wenigstens ein bisschen Grundkenntnisse, Grundtechniken machen mit ein, zwei Kombinationen und sowas. Aber viel war nicht möglich. Jetzt zum Glück dürfen wir jetzt in Hessen wieder die Profisportler, die gelisteten Profis zusammen trainieren in kleinen Gruppen. Und das ist natürlich, macht eine Welt. Das macht so viel aus. Das glaube ich. Sag mal, Corona-technisch testen und so, wie muss man sich das vorstellen? Ist man dann gezwungen, sich auch regelmäßig zu testen, wenn man dann in diesen Gruppen trainiert? Oder wie ist das? Ja, wir haben alle einen Test gemacht. Jeder, nur die Gruppe darf nur diejenigen, die auch negative Tests haben. Und das Innermaß Spirit bietet ja jetzt seit Montag, ist auch eine Corona-Station, Teststation geworden jetzt. Und wir testen uns täglich. Und wir dürfen halt auch nur trainieren, wenn der Test negativ ist. Ja, macht Sinn. Natürlich eine Ja. tolle Sache, besonders in so einem großen Gym, wo so viele Profis da sind und viele, ja, Masterminds, sage ich mal, dahinter stecken, die dann wissen, wie der Hase läuft und
dass das eben so möglich gewesen ist. Ja, das ist ein Ja. sehr großer Vorteil inzwischen. Ja, MMA Spirit generell Frankfurt, ich glaube, so das Erste, was einem in den Kopf kommt, wenn man in puncto MMA über die Landkarte schaut, wie happy bist du denn da? Du warst ja, ich sag mal, recht früh da, ganz kurz weg, wieder da. Gib uns ein bisschen so dein Werdegang. Also ich war noch nie weg, ehrlich gesagt. Ich bin seit dem Einjährigen bin ich da. Fast 10 Jahre schon. Und Das ist schon verdammt habe nur lang. mal kurze Auszeit genommen wegen mal hier nach den Niederlagen und sowas, mal ein bisschen freien Kopf kriegen, mal ein bisschen ums Privatleben kümmern und so, beruflich und so. Aber jetzt geht es wieder los. Wir trainieren alle zusammen, sind alle bereit. Man will auch endlich wieder kämpfen, bevor man sich irgendwie zu viel trainiert und im Keller trainiert. Man will endlich mal wissen, was für Fortschritte man gemacht hat in der ganzen Zeit jetzt. Und das halt endlich ist es mal so weit, dass wir es jetzt ausprobieren können, wie weit wir sind. Kann man das überhaupt so einschätzen? Also ich will jetzt nicht von Ringrost oder ähnlichem sprechen, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Training ist natürlich eine Sache, wenn man aktiv kämpft und mehrere Kämpfe dann sozusagen im Jahr macht, wie du üblicherweise. Hat man das so ein bisschen im Hinterkopf, wenn man jetzt an den nächsten Kampf denkt? Nicht wirklich. Also Sparungseinheiten sind ja eh fast wie Wettkämpfe bei uns. Deswegen, Ringrost nicht. Jetzt ist hier eh andere Situation, kein Zug, kein Publikum. Da fällt schon mal der Druck weg, wenn man den Druck spüren sollte vom Publikum. Es ist ja alles kleiner gehalten, enger. Und das gefällt mir sogar, weil ich komme vom olympischen Boxen und das war früher immer so. Wir haben in kleinen Hallen trainiert, wo blockweise es war. Wer als erstes kämpft von Gewichtsklassen, da waren immer nur 10 Leute höchstens da und so. Also ich komme damit schon gut zurecht. Das könnte mir schon in die Karten spielen. Also ein bisschen mental back to the roots. Du sagst es, ist wahrscheinlich wirklich ganz gut, wenn man sowas schon mal erlebt hat im Vergleich zu anderen, die jetzt so ins Haifischbecken geworfen werden und erstmal so eine ganz neue Situation vor sich haben. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe mal, also als wir beim Boxen waren, haben wir mal gekämpft, da waren nur die beiden Trainer da und die Punktrichter, das war es mit dem Schiedsrichter, also das Tiefste, was geht, aber ist gut, da hörst du alles und kriegst alles mit von jedem. Da sagst du was, ja. Ja. Sag mal, zum Thema Kämpfen und Gewichtsklassen. Jetzt 66 Kilo angestrebt bei GMC. Du hast aber in so ziemlich vielen Gewichtsklassen, ich formuliere es mal so, gekämpft, mal hoch, mal runter, hast sehr viel Erfahrung sammeln können. Wo willst du dich jetzt, ich sag mal, zurechtfinden für die nächste Zeit? Soll es jetzt diese 66er-Klasse erstmal sein oder ist das erstmal ein erster Test wieder? Nee. Also es ist hier ein Catchweight auf 63 in der kurzen Zeit. Auf jeden Fall 61. Ich bin mal hochgegangen, einfach weil ich sonst keine Kämpfe bekommen habe auf 61. Habe ich 66 probiert, aber da habe ich gleich gemerkt, das ist zu viel. Die Jungs sind zu stark einfach auch vom Gewicht her. Ich mache da kaum Gewicht und das umfasst mein alltägliches Gewicht und das bringt dann mir nichts. Deswegen gehe ich wieder runter auf 61 zu dem Gewicht. Ich habe schon vom Fliegengewicht bis zum Leichtgewicht alles gekämpft. Und 61, das ist so mein Idealgewicht. Und da will ich bleiben. Ich mag es nicht, Gewicht zu machen. Und da ist 61 gut. Da sind so 4 Kilo, 5 Kilo, die ich dann machen muss. Und dann ist gut. Ich wollte gerade sagen, Gewicht machen. Ich glaube, ich kenne keinen Kämpfer in all den Jahren, in denen ich Interviews führe, der dann wirklich sagt, ich liebe das Gewicht machen. Also von daher bist du definitiv nicht allein. Nee, das. 61 Kilo, hast du vielleicht erlebt, das war ähnliches, wo es, ich will nicht sagen, turbulent zuging, aber wo du dich vielleicht auch ungewollt daran erinnerst. So ein Erlebnis, das man nicht vergisst, weil das Gewicht machen in Anführungsstrichen so viel Spaß macht. Ja, also das, wo ich ungern dran denke, war, als ich auf 57 einmal gegangen bin. Das war da. Habe ich einfach irgendwann mal so fast meine Sicht verloren und so und habe alles doppelt gesehen. Und da habe ich gesagt, okay, einmal und nie wieder. Ja, Also verständlich. Aber irgendwann mal ist auch ein Punkt erreicht, wo man sagen sollte, will ich nicht oder mache ich nicht. eben darauf wollte ich hinaus mit dieser 61, die du gerade abgegeben hast, also die Zahl, die du anstrebst in Zukunft
dich dort zu halten. Glaubst du auch für die Zukunft eben oder generell die Frage, wie lange willst du weitermachen? Muss ja im Hinterkopf sein. Gleichzeitig diese 61 Kilo, dass das auch weiterhin möglich ist für dich? Ja, das ist kein Problem. Ich laufe ja so mit 66, 67 Kilo rum. Und wenn ich halt so eine gewisse Zeit von 3, 4 Wochen habe, ist es kein Problem und kriege ich easy hin. Nur jetzt, weil wir es halt schon ein bisschen kurzfristig haben, wir uns auf 63 geeinigt, beidseitig. Und ja, sonst 61 auf jeden Fall. 6, wie gesagt, 66 habe ich mal probiert, aber da habe ich schnell gemerkt, nein, das ist gesundheitlich ist schon mal Schwachsinn, da hinzugehen, weil die Jungs sind einfach mal körperlich überlegen. Physisch überlegen, stark und dann dagegen mitzuhalten, das ist einfach ja, gesundheitlich nicht schlau. Okay, dann machst du ja insofern alles richtig erstmal. Ist ja deine fast natürliche Gewichtsklasse, will ich mal sagen, wenn du dann demnächst wieder zu 61 gehst. Ja, Aiton de Pepe, dein Gegner, ein Mann, der auch schon so einige Schlachten geschlagen hat, wenn auch nicht so viele wie du. Was weißt du über ihn und womit rechnest du? Er ist ein sehr aggressiver Kämpfer, der immer nach vorne marschiert. Er hat Reichweitenvorteile und Größenvorteile auf jeden Fall gegen mich. Und ich denke mal, der will das auch ausnutzen und wird viel auf Druck arbeiten und versuchen, seine Reichweitenvorteile auszunutzen. Ja gut, Reichweitenvorteil ist, glaube ich, generell eine Sache, mit der du schon oft konfrontiert wurdest. Du bist ja auch nicht gerade derjenige, der kurze Arme hat, sagen wir es mal so. Glaubst du, das könnte ein Problem für dich darstellen oder in Anführungsstrichen nichts Neues? Es ist nichts Neues. Ich trainiere fast nur mit Größeren und das kommt mir eigentlich so recht. Ich kämpfe lieber gegen Größere als gegen Kleinere, weil das sind ja meine Probleme. Weil dann, ich habe nicht viele kleine Trainingspartner und dann sich darauf einzustellen, ist immer ein bisschen schwierig. Ja, zum Thema Druck und zum Thema vielleicht auch nochmal Ausdauer, meinst du, da wirst du auch irgendwie an die Grenzen gehen müssen oder bist du aktuell sowieso topfit, was das angeht? Ja, ich bin ja immer konditionell fit und das ist ja so, ich komme ja vom Fußball und vom Laufen und wenn ich nicht laufe, bin ich halt nicht fit, aber dadurch, dass ich das immer mache, also in der Hinsicht sehe ich da keine Probleme. Ja, das klingt doch sehr gut. Dann frage ich dich abschließend nochmal nach deiner Prognose. Was glaubst du, wie wird der Kampf ausgehen, wenn du dir das eben aussuchen kannst? Oder vielleicht andersrum gefragt, du hast sicherlich das eine oder andere schon visualisiert. Wie würdest du es denn am liebsten beenden? Beenden ist mir relativ egal. Also mein Plan ist immer derselbe. Rein, so schnell wie möglich wieder raus, als Sieger und das unverletzt am besten. Wie es zustande kommt, ist egal. Ja, das ist ganz sinnig, würde ich sagen, besonders wenn man eben an seine Karriere denkt und noch viele weitere Kämpfe plant, die wir dir natürlich wünschen. Also immer vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen, du hast Gerne, noch ein sehr bisschen gerne. heute was vor und gleichzeitig musst du dich nach wie vor noch ein bisschen vorbereiten auf die Kämpfe. Demnach ganz viel Erfolg. Wir sehen Danke uns dir. dann vor Ort Dankeschön. am Sehr gut, 20. freut mich März. sehr. Klasse. Danke immer. Wir wechseln jetzt vielleicht noch mal als kleiner Tipp an die Zuschauer gleich zu Islam Dulatov, der uns joinen wird hier im Chat. Und dann können wir gleich mit ihm sprechen. Vielleicht noch die letzte Minute, Ömer, falls du noch was loswerden willst an deine Freunde, Fans, was auch immer du auf dem Herzen hast. Und vielleicht ein Mini-Wort zu Islam und er kann dann gleich antworten. Ja, vorneweg will ich mich einfach mal bei all meinen Trainingspartnern bedanken, die jetzt in letzter Zeit, in der Kurzzeit, nochmal schön alle da waren, geholfen haben und mal mich im Vordergrund gelassen haben. Einfach nur in der Hinsicht vielen Dank an alle, ans gesamte MMA Spirit Team. Ja, danke an euch, danke an GMC und an Dennis, dass jetzt das möglich ist, dass wir kämpfen können. Ja, und zu Islam, also ich freue mich, dich endlich wieder zu sehen, mein Freund. Ich mich erst Seit wohl ein bisschen. lange nicht gesehen. Coole Wie sagst Jungs, die ganzen Brüder, coole Jungs. Danke vielmals, Freue kann ich mich nur euch so geben. nächstes. Danke dir. Freue mich euch wiederzusehen, endlich. Ich mich erst wohl, ja. Alles Gute, viel Erfolg, mein Bruder. Wir sehen Danke uns dir dann nächstes ebenso. Auf Wiedersehen. Klasse. Vielen Dank immer. Danke euch. Macht's gut. Viel Spaß noch. Gute, ciao, ciao. Danke, tschüss.